Achtung, Reto, los! Wird dir präsentiert von Wir machen Druck. Ganz einfach online drucken. Abfall einsammeln und dazu ein Interview führen mit dem grössten Schlagerstar von unserem Land. Frau Jordi, das haben Sie noch nie erlebt, oder? Nein, wir können gehen. Gut. Können wir jetzt werden? Es geht los! Schaffen! Happy Fest! Hä? Happy ja, ja, ich hätte schon. Heimatland nochmal. Fasin, richtige Bewahrung. Du bist hier aufgewachsen. Ja. Also nicht gerade hier auf dieser Straße. Nein, nicht gerade. Aber schon gerade. Ziemlich hier. Aber hier schon. Sicher. Gell? Hier bin ich immer so quasi durchgefahren, wenn ich zu La Neuville in die Schule bin. Bin ich immer hier auf dem Zug. Und das war meine Morgenstrecke. Immer am Morgen irgendwie um 17:30. Das heisst, du hast alles hier in Richigen eigentlich erlebt? Also erste Kuss, erstmal irgendwie. Erste Streckarbeit gemacht in die Schule hier. Ich bin wirklich alles hier erlebt. Oh! Jetzt wir da, zack, das wird. Oh, leck mir. Das ist aber ein grosser Sack, dann mögen wir wahrscheinlich das zweite nicht. Ich glaube, wir müssen nicht. Ein Sack, das ist ja nichts. Das ist ja, ich glaube, wir müssen nicht. Nein, das ist ja nichts. Du, wie viele Einwohner hat Richigen? Hey, unser erster Sack! Einwohner hat 400, gell? Ja, 400 irgendetwas. Gut, und wie viele Kühe? Mehr. Definitiv mehr. Aber ich jetzt, wir sind jetzt auf dem Land. Das ist unglaublich. Hoi! So, jetzt achten. Gut. Gibt es arbeiten, hä? Wir müssen wieder. Ja, lass du eigentlich nur mehr Mehl abbügeln, ah, oder wie? Ist gut, super. Richtige. Ja, vielleicht müssen wir das einfach hier oben lassen. Also, dann müssen wir noch ein bisschen schauen, wie wir das machen. Und weiter. Ich bin auch bereit. Morgen, das ist zuerst der Herr Hauri, ist auch schon da. Morgen, Herr Hauri. Schönen Tag. Du kennst hier alle in Richigen? Persönlich? Ja, eigentlich ja, die meisten, ja. Schon. Sie kennen dich auch. Ja, meistens schon. Oh, es kommt ein Riesenberg. Für Richigen ist das ein Riesenbergabfall. Guck jetzt. Und der Urs hält ja, wieder perfekt. Du, wie super. Ist das eigentlich für dich, Franz, sind so ein den Abfall von anderen Leuten wegzuräumen? Oh, das mag ich gar nicht. Ich bin jetzt gerade anstrengend. Das ist. Das war jetzt gerade anstrengend. Aber das ist für mich, nein, wie soll ich sagen? Den Dreck haben ja andere gemacht. Ist das für dich ein Problem? Nein, ich finde, es ist ein wichtiger Job. Stell dir mal vor. Das ist wichtig, aber ich meine, ja. Tust du die Haie auch alles selber putzen? Hast du eine Putzfrau? Ich habe eine Putzfrau und du selber putzen. Und was machst du? Ich habe einen Hund. Putzfrau? Also, sie macht es gut und ich mache es so. Nein, ich meine, welche Rühe macht sie und welche machst du? Nein, sie macht natürlich alles und ich mache halt mit dem Hund, gell? Das gibt es immer direkt. Da bist du die ganze Zeit am Putzen. Hundehaar? Das ist mein altes Schulhaus. Was? Das ist mein altes Schulhaus hier, jetzt. Du bist hier in der Schule? Ja. Wow, schön. Das ist der Schulplatz hier, ja. Okay, also super, das ist. Was hast du? Was bist hier du für eine Schülerin? Bist du eine gute Schülerin? Erste bis vierte Klasse bin ich da gewesen und ich bin super gewesen. Nein, ich glaube nicht. Wo bist du nicht gut gewesen? Wo ich nicht bin gut gewesen? Ja. Ich glaube Deutsch. Ja, wirklich? Er sieht schwer aus. Was kannst du machen? Ja, das ist wirklich schwer. Deutsch sagen, bist du nicht gut gewesen? Nein, Deutsch habe ich nicht gerne gehabt. Und habt ihr da auch in dem Schulhaus müssen singen? Oder dürfen? Ja, natürlich. Also, hast du das schon gerne gemacht? Ja. Siehst du so? Hast du einen Schulschatz gehabt? Viele, viele. Nein. Nein, wirklich? Das kannst du nicht schreiben. Nein. Nein. Eine? Ja, ich glaube, zwei hatte ich, oder? Also fragst du also oder mich? Also, was, nein, oder? Eine war da. Gewesen. Eine war da? Ja, eine. Und gibt es den noch? Den gibt es noch. Der wohnt jetzt da? Der wohnt nicht da. Er ist jetzt weggezogen. Oh. Traurig. Ja, gut, du. Ja, man kann nicht. Nein. Ich habe dich schon lange nicht gesehen. Geht's dir gut? Ja, ich habe ja heute gerade Geburi. Nein! Und ich habe deine Karten bekommen. Sie hat Geburi! Hey, ja! Happy Birthday to you! Das machen wir anständig. Ah, ja, Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday, liebe Margrit! Happy Birthday to you! Ach, schön! Das ist das so! Das habe ich jetzt nicht mehr auf dem Plan gehabt. Bist du nicht überrascht? Ja, schön, oder? Sie ist extra gekommen. Ich bin der Röbi Kohler, wir sind von Happy Day.
Und das ist jetzt ein Happy Day. Das ist der Scherer. Denkt ihr, wir sind doch jetzt kennen? Nein, das ist der Scherer. Ah, das ist von Happy Day? Nein, das ist nicht Happy Day. Stimmt, das ist nicht. Nein, das ist vom Blick. Herzliche Gratulation, Sie haben eine Million gewonnen. Ich hole gerade den Koffer. Das glaube ich jetzt ja. Nicht. Sie können noch von diesen 5 Kugeln aussuchen, welche Farbe das Sie gerne möchten. Ja, welche Farbe möchten Sie? Nein, ich mache es nur witzig. Ja. Ich bin... Ja, gell? Ja, super. Eigentlich, Frosin, hätten wir heute auch können schiessen. Du bist im Schiessverein. Ja. Was ist das? Schützenverein. Aber als aktives Mitglied? Ja, richtige Feldschütze. Echt jetzt? Ja. Das ist so wirklich eine Tradition bei uns in der Familie, schiessen. Das ist super. Bist du eine gute Schützin? Bei den Feldschützen war ich auf unserem Stand die beste Frau. Ah, sicher? Das letzte Jahr, ja. Also gut, von Reichigen, da sind ja dann nicht viele Frauen. Nein, vom Stand. Das ist Reichigen, Worb, Alter, was dazu gehört, Engelstein und so. Du bist die beste Frau? Ja, ich bin die beste Frau. Keine Aber Ahnung, du hast davon. Das Sturmgewehr nicht bei dir daheim? Selbstverständlich. Aber du hast nicht Militärdienst gemacht? Nein, aber ich habe eben eine Militärleihwaffe, weil ich eben Jungschützenkurve habe und ich habe den Waffenschein. Ich habe alles und habe das Sturmgewehr bei mir daheim im Schlafzimmer, meine Damen und Herren. Also, du hast Sturm... Mal einen lieben Gruß an die Nation raus. Nein. Ein Einbrecher wird auch bei mir. Ich werde bewaffnet. Nein, nein, aber du hast Sturmgewehr bei dir daheim und am Bett? Ja, Sturmgewehr bei mir daheim im Schlafzimmer. Kennen dich alle? Weißt du das? Das sind meine Eltern. Das sind deine Eltern? Das sind meine Eltern und nebenan ist der Cyberhügel. Margit! Und das ist... Warte! Hoi zusammen! Und der Cyberhügel hat mir gelernt zu schiessen, wo wir es vorhin jetzt gerade hatten. Der Silberhügel? Cyberhügel! Und du bist hier in diesem Haus aufgewachsen? Das ist ein Nest. Ja, ich bin hier in diesem Haus aufgewachsen. Wie ist dein Zimmer? Das ist egal. Mein Zimmer? Das ist umgebaut. Also, hast du noch hier gewohnt, wo du auch schon dann... Ja, da habe ich oben innen gewohnt. Und dann haben sie einmal nicht gesehen, wer du heimgebracht hast? Nein. Nein. Nein, Schätzli, sie haben es nicht gesehen. Entschuldigung, ich habe nur gefragt, ob sie einmal hier viele Männer besucht haben. Ja, ich bin unten. Ah, eben, nein. Langweilig. Ich habe sie Du hast den Griff gehabt. Ja. Du hast den Griff gesehen. So ist es. Ja. Die schafft ja nichts. Nein, du. Ich sag dir, ja alles machen. Der Scherer, du. Sie sieht die Blüte so nicht. Ja, genau. Sie sieht die Abend nicht. Dann gehen wir jetzt mal werken. Ja. Gute Gesundheit und so lustig bleiben, das ist wichtig. Ja. Top. Du bist später, gell? Ciao miteinander. Nein, es verrückt so etwas. Hat's noch Sack? Nein. Ich komme ja kaum nach. Du weißt was? Nein, wirklich. Das glaube ich nicht. Ich habe fürs Schnorren gezahlt, nicht fürs Schaffen. Also, gehen wir. Was? Adios, adios, Mexiko. Wir kommen wieder zu dir zurück. Adios, adios, Mexiko. Achtung, Retolos ist dir präsentiert worden von Wir machen Druck. Ganz einfach online drucken.